So, guten Morgen zusammen. Heute ist der 18.02.2017, wir haben 9.30 Uhr. 6 Grad sind es schon, ist recht mild. Ich möchte euch heute mitnehmen auf meinen Wanderweg oder Wandertag im Naturpark Eggegebirge und südlichen Teutoburger Wald. Mein Startpunkt ist jetzt in Leopoldsthal und die Anfahrt ist recht gut. Man kann hier kostenlos parken, indem man sich an den Wegweiser Kindergarten bzw. Feuerwehr hält. Da sind dann einige Parkplätze, die man nutzen kann. Und von hier aus würde ich sagen, gehen wir erstmal los. Das Ganze soll so circa 5 Kilometer sein. Ich möchte mal schauen, man kann auch den einen oder anderen Abzweig gehen, dann Richtung Externstein oder Hermannsdenkmal. Aber das mache ich dann spontan, je nachdem, wie ich mich fühle und wie das Wetter mitspielt. Bis jetzt ist es noch ziemlich diesig. Auch so leichte, ja, so leichter Nieselregen, behaupte ich mal. Aber das hält uns ja davon nicht ab, zu laufen. Beziehungsweise mich. Heute bin ich alleine unterwegs. Und wollte mir das aber trotzdem nicht entgehen lassen, jetzt hier mal zu laufen. Hier fängt es schon an mit der ersten Hinweistafel. Egos-Tank mit lyptischer Fellmasttod. Da geht es um wertbestimmende Bestandteile des ganzen Schutzgebietes hier in der Bergheide. Und unter anderem, dass es hier Schwarzflechte gibt, dass die Wildkatzen wieder heimlich eingewandert sind, steht jetzt hier. Und noch viele andere Sachen wie Libellen, was es hier für Blockschutthalden gibt, was sich in den Eiszeiten gebildet hat und so weiter. Aber wir wollen jetzt erstmal losgehen. Und dazu nehme ich euch mit. Hier ist auch schön zu sehen von der Beschilderung den Hermannsweg oder Hermannshöhen und in die andere Richtung der Bäderweg. Aber wir folgen jetzt hier den Hermannshöhen. Und das heißt nicht umsonst Hermannshöhen und Fellmasttod, weil hier geht es echt ganz schön hoch. Und Fellmasttod, naja, sage ich gleich noch das ein oder andere zu. Also zum Weg kurz gesagt, im Grunde ein Naturweg. Jetzt dadurch, dass wir Tauwetter haben, natürlich hier sehr matschig alles, aber nichts, was man nicht begehen könnte. Und was schön ist, man hört überall die Vögel singen. Und irgendwo das Wasser leicht plätschern, was ich jetzt noch nicht ganz zuordnen kann. So, hier aus diesem Gehölzt hört man eindeutig den Verlauf dieses Quells. Sehen kann man es leider nicht richtig, aber ich zeige euch das mal kurz hier runter so ein Stück. Also es ist schon eine kräftige Quelle, die hier sprudelt. Nur mal so kurz zur Info. Ist jetzt nicht spektakulär, aber trotzdem immer wieder schön zu sehen, wie sich das Wasser seinen Weg sucht. So, ich bin jetzt hier auf der ersten Anhöhe angekommen, die nicht im Nebel ist. Und ist schon toll zu sehen, wie die Natur sich hier so durchsetzt mit den ganzen verschiedenen Moosarten. Die Tannen zwischen den anderen Eichen und Buchen. Hier ist so eine kleine Sitzbank, wo man jetzt auch schon mal verschnaufen könnte. Was ich natürlich jetzt noch nicht mache. Ich möchte erst hoch zu Fellmasttod. Und werde da dann eine genüssliche Pause machen. Mir vielleicht sogar einen Kaffee kochen. Ich habe heute meine Ausrüstung dabei.
Einfach mal, um mich auch wieder so ein bisschen an das Gewicht zu gewöhnen. Weil am Fahrrad in den Packtaschen ist das ja nie ein Problem. Aber so im Rucksack, ich habe jetzt heute nur 5 Kilo eingepackt. So circa 5 Kilo. Genau, weiß ich es gar nicht. Aber es fühlt sich an wie 5. Und dann weiß man fürs nächste Mal vielleicht auch, was man nicht benötigt oder was doch. Und ja, mehr wollte ich da eigentlich gar nicht zu sagen. Ich werde es wieder so machen wie in dem letzten Video von dem Bruchhauser Stein, wo wir letzte Woche waren, dass ich hier dann so eine kleine Fotostrecke ansetze und danach geht es mit dem Film wieder normal weiter. Falls ihr da Anregungen zu habt zu dieser Fotostrecke, ob ich da noch irgendwie was anders machen soll, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben. Das sind ja alles so Versuche, um das Ganze noch ein bisschen besser zu beschreiben, weil auf dem einen oder anderen Bild sieht man halt auch was, was so während des Films vielleicht untergeht. Ansonsten sieht man hier schon zwischendurch immer wieder so die Felsen. So, ab hier hat man auch so die erste Fernsicht. Die wollte ich euch noch kurz zeigen. Jetzt gerade hat einmal der Batterieakku von jetzt auf gleich den Geist aufgegeben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt beim Film merkt. Ich habe eben Ersatzakku reingepackt. Und dann schauen wir mal weiter. Also umso weiter man hier in den Wald reinkommt, umso ruhiger ist es an sich, was so die Umweltgeräusche angehen, die nicht natürlich sind. Aber, ich weiß nicht, ob ihr das so sehen konntet, da sind die Kohlmeisen. Man hört hier Spechte, die nageln sich hier ein zurecht. Ist schon faszinierend. Das ist wieder diese extreme Stille, die man eigentlich hat. Obwohl diese natürlichen Geräusche ja da sind. Aber man empfindet es trotzdem als Stille. Was ich mittlerweile als sehr angenehm empfinde.
Hier sind immer so kleine Felsformationen, Vertiefungen, wie ihr hier sehen könnt. Mäuse hört man. Den Specht, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Naja. Schaut euch mal hier die einzelnen Felsformationen an. Ich habe das Ganze jetzt ein kleines Stück rangezoomt, deswegen muss ich mich jetzt extrem langsam bewegen, weil das sonst so verwackelt. Aber das sieht so klasse aus. Ich gehe gleich auch aus dem Zoom noch mal raus, um das Gesamte mal zu zeigen. Auch mit diesem kleinen grünen Fleckchen Erde davor. Ja, da sage ich jetzt mal nichts zu. Einfach wirken lassen. So, das ist auch sehr schön. Jetzt kommt man hier um eine Kurve, nichts ahnt. Steht noch ein kleines Schild, unter anderem Bäderweg. Und dann sieht man sofort vor sich diesen Aussichtsturm schon so, ja, aus dem Nebel ragen. Jetzt gerade wird er wieder ein bisschen klarer. Je nachdem, wie der Dunst gerade hier vorbeizieht. Toll. Da gehen wir jetzt erstmal hoch und dann melde ich mich gleich. So, jetzt bin ich am Turm angekommen und nehme euch mal mit hoch. Wir sind jetzt hier 468 Meter über normal Null. Das Ganze ist eine komplette Holzkonstruktion. Jetzt, wo es nass ist, ein bisschen rutschig, aber nichts, was irgendwie stört. Wir können ganz normal hochgehen, wie ihr seht. So, jetzt bin ich schon auf der ersten Ebene. Das Ganze erstreckt sich über zwei Ebenen. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen weiter. Ja, hier oben zieht es jetzt auch ein bisschen mehr. Ich habe gerade im Wald schon gedacht, ob ich mal vom Mikro diesen Windschutz abnehme. Aber den lasse ich, glaube ich, besser dran. Weil hier so auf der freien Fläche, ja gut, ist jetzt alles ein bisschen diesig. Aber das kann man sich nicht immer aussuchen. Da unten ist diese holzverarbeitende Industrie. Das müsste Horn sein. Soweit mir bekannt. Falls ich hier was Falsches sage, schreibt es mir bitte in die Kommentare. So, in diese Richtung sieht man jetzt im Vordergrund Bellenberg. Das sind 5,5 Kilometer von hier. Dahinter ist dann Steinheim in 10 Kilometer Entfernung. Und der Schiedersee, der auch immer so für einen Tagesausflug ist es zu wenig, was man da machen kann. Aber in Kombination hier mit Velmerstod zum Beispiel könnte ich das empfehlen. Wie gesagt, Velmerstod ist für mich neu, Schiedersee kenne ich schon. Wenn sich jetzt einer fragt, woher ich wieder weiß, was in welche Richtung ist, hier sind überall aus Holz solche Schilder, die das Ganze erklären. Wir drehen mal weiter. In die Richtung ist Velmerstod, Tod, Horn und Blomberg. Dann kann ich mich gleich korrigieren, die holzverarbeitende Industrie ist definitiv nicht Horn. Dort in 12 Kilometern Entfernung ist das Hermannsdenkmal, Bildstein und Detmold. Und ich glaube, Hermannsdenkmal wird heute ein bisschen weit zum Laufen. Hier halbwegs zu erkennen die Westfälische Bucht. Ja, jetzt wird es gerade auch wieder sehr windig und das drückt den Nebel schön weg. Ich habe hier doch noch die Hoffnung, dass man ein bisschen was sehen kann gleich.
Da diese Wanderschutzhütte, da werde ich gleich erstmal meinen Kaffee kochen und dann kurz verweilen. In die Richtung haben wir auch Paderborn in 18 Kilometer und Bauernkamp. Hier theoretisch in 24 Kilometer Entfernung einen Funkturm zu sehen. In Willebad Essen. Ja. Buko und Lichtenau auch in die Richtung. Ja, das war es jetzt schon wieder fast hier oben. Hier links mit dem Industriegebiet, das müsste Sandbeck sein, so wie das jetzt hier steht. Dann gibt es noch Dessenberg in 40 Kilometer und Langeland, Grevenhagen in 4 Kilometer. Ja, das war's von hier oben eigentlich schon. Ich zeige euch jetzt gerne hier noch mal so kurz dieses Holzkonstrukt. Ist recht interessant gemacht. Sieht von Weitem so ein bisschen aus wie ein gelandetes UFO, das Oberteil, aber das ist es wohl nicht. Hier noch einmal die Treppen. Und jetzt geht's weiter zu der Schutzhütte auf der Seite. So, wie ihr sehen könnt, Kaffeepause vorbei. Tat echt gut. Und jetzt geht's weiter Richtung Filmers Tod. Also hier jetzt auf dem Weg zum lippischen Filmers Tod werden die Wege immer märchenhafter. So kleine, verschlungene Pfade. Gut ausgeschildert, gar keine Frage. Man muss immer mal wieder gucken. Rechts oder links gibt es Schilder. Aber so von der Art des Weges her macht das echt Spaß. Es ist immer wechselnder Untergrund. Mal ist es so ein bisschen felsiger wie hier. Dann ist es wieder ein bisschen erdiger. So. Und auch so kleine Abzweige wie hier. Also es ist echt für jeden was dabei. Man muss nur sein Tempo mal ein bisschen anpassen. Sind ja hier nicht in der Stadt. Da geht man eh ein bisschen langsamer. Aber der Weg ist auf jeden Fall empfehlenswert. So, jetzt sind wir auf der Höhe Filmers Tod angekommen. Schön hier zu sehen. Die Bäume. Gut gewachsen. Und hier diese Steinformation, die sich Filmers Tod nennt. Und gleichzeitig auch Denkmal ist. Auf allen Steinen rundum, was ich euch gleich mal zeigen möchte, wo kann man denn gut was sehen jetzt gerade. Hier zum Beispiel, ich schwenke mal runter, steht drauf, was in die Richtung jeweils ist. Hier preußische Filmerstadt, 0,5 Kilometer. Und so ist das rundum hier auf den Steinen. Überall schön beschrieben. Steinheim zum Beispiel, Hermannsweg, Detmold. Sehr schön gemacht. Hier das, ja, der Mittelpunkt von Filmers Tod, wo ausdrücklich auch nochmal darauf hingewiesen wird, komm gern zu mir, doch schone mich, denn alles hier geschah für dich. Ich glaube, das sagt alles aus. Ich werde da jetzt mal ein bisschen weiter reingehen, um euch das zu zeigen. Man muss hier aufpassen, wo man hintritt. So zwischendurch schon die ein oder andere Spalte, wo man nicht reinrutschen möchte. Schon gar nicht, wenn man hier alleine unterwegs ist. Das hat ja was, wenn man das so sieht hier. Das ist ja wie die Mini-Externsteine.
Gut, dann wollen wir mal weiter. So, wie ihr hier sehen könnt, geht es nochmal kräftig bergauf über die verschiedenen Wurzeltrails hier. Teilweise hat es ganz schön in sich. Trotz allem ist es wunderschön zu laufen. Ich mache mich jetzt weiter auf den Weg Richtung Leopoldstal. Das müssten 3 Kilometer so circa sein. Ich habe die Runde jetzt mal ein bisschen geweitet. Bin so ein Stück gerade ausgelaufen da hinten, weil es so schön war. So einen kleinen Bogen hier rum. War jetzt eine halbe Stunde mehr ungefähr. Und jetzt stand hier gerade der nächste Wegweiser, dass es hochgeht Richtung Leopoldshöhe. Schauen wir mal, was mich da oben noch so erwartet. So, das wird es jetzt gleich gewesen sein. Ich habe jetzt diesen Weg im Grunde einmal gelaufen als Rundweg, so ein bisschen erweitert. Müssten so rund 6-7 Kilometer gewesen sein, also nicht die Welt. Habe mir ein bisschen Zeit gelassen mit meinem Kaffee da oben. War ja auch ganz schön. Noch keine Menschenseele unterwegs. Scheuen sich wahrscheinlich alle vor diesem schlammigen Wegen. Aber das macht mir ja nichts. So, mit diesem schönen Vogelgezwitscher möchte ich mich dann von euch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, denkt dran. Einen Kommentar könnt ihr mir gerne hinterlassen und den Kanal abonnieren, wenn euch daran liegt, noch mehr von mir zu sehen. Ich wünsche euch noch was und bis zum nächsten Mal. Euer Markus.